said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Be water, my friend. Hallo Max, danke schön, dass du mich da hast. Also ich bin ja wieder mal auf dich gestoßen über meine amerikanischen Kollegen. Du bist ja wieder einer von diesen deutschsprachigen, ich würde sagen, Experten und Innovatoren, die wieder nicht hierzulande bekannt werden, sondern wieder übersehen. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen, du sitzt ja auch in den USA. Wo genau finde ich dich denn gerade? Ja, ist richtig. Ich lebe in Seattle. Seit 20 Jahren bin ich hier. Ja, und ja, sitze hier in einer sehr, sehr pulsierenden Stadt mit viel Bildung, viel Ausbildung, viel Universitäten, viel Hightech. Ja, ist eine sehr interessante Stadt an der Westküste von USA. Na, ich erinnere mich noch an meine Zeit in Oregon, wo ich eben Basketball gespielt habe. Da waren wir auch hin und wieder in Seattle am Spielen. Also ich kann es nur bestätigen, kann man aushalten. Ja, ist groß. Es explodiert regelrecht, ja. Also wenn man sich überlegt, welche großen Firmen alle hier sitzen, ja, ist ja nicht nur im Norden, dass Boeing sitzt und Microsoft, wir haben hier Amazon Headquarter, wir haben Starbucks Headquarter und viele dieser Firmen, die sitzen alle hier. Es ist eine immens pulsierende, junge, dynamische Stadt. Ja, und Nike ist ja auch nicht weit weg in Oregon. Also da ist richtig, schon einiges ja an Power. Mhm. Ja, super. Du bist ursprünglich eigentlich aus Berlin. Das ist richtig. Ich bin ursprünglich aus Berlin. Ich habe in Berlin auch studiert, habe in Berlin die ersten Jahre meines Berufslebens auch dann gleich in der Medizintechnik gearbeitet. Ja. In der Medizintechnik, das heißt in der Implantatindustrie. Wir haben Implantate gebaut, entwickelt. Ja. Mhm. Meine Aufgabe war aufgrund meiner Universitätsausbildung als Materialwissenschaftler ein bisschen die Oberfläche von den Prothesen unter anderem auch zu designen und die Interaktion mit dem Gewebe festzustellen, festzuhalten, zu verbessern. Ja, und das heißt also die Interaktion zwischen dem künstlichen Material und dem Körpermaterial, ja, das heißt den Körperzellen zu verbessern. Und dazu gehört halt die Zellbiologie, ja, die muss sitzen, genauso stark wie die Materialwissenschaft. Ja. Genau. Und mittlerweile bist du weitergezogen und jetzt hast du eine neue Firma. Das ging dann weiter, genau. Das war dann auch eine große internationale Firma, dadurch auch die Internationalisierung, die bei mir schon früh angefangen hat. Das war die Firma Johnson & Johnson, Human Implants. Ja. Mhm. Dieser Bereich, meine Aufgabe lag da unter anderem auch in der Qualitätsmanagement. Ja. Und die Regulatory Affairs, das heißt die ganzen FDA-Zulassungen, europäische Medizingerätezulassungen, das fiel alles unter diesen Bereich. Ja. Und die reine Arbeit in der Forschung und Entwicklung für die Materialwissenschaften, die brachte mich halt auch sehr früh in diesen Bereich der Zellbiologie. Ja, wo die Auseinandersetzung mit dem Material Zelle wichtig wurde. Ja, dadurch bin ich sehr früh in diesen Bereich mit hineingegangen. Proteomik heißt das heute. Ja. Das ist eben die Wissenschaft über die Proteine. Wie werden die gebildet? Wie werden die funktionsfähig? Was sind ihre Aufgaben? Wie arbeiten die zusammen? Ich kann sagen, das ist ein riesen interessantes Gebiet, wenn man feststellt, dass wir da überhaupt nichts von wissen, ja, und wie viel eigentlich da notwendig wäre zu wissen. Ja. Wow. Ja, und dann ging es halt in die USA, hauptsächlich wegen dem Interesse an der Sprache. Ja. Sollte es nur kurzfristig mal ein 2-Jahres-Aufenthalt sein, ja. Dann kamen weitere Fragen wieder, helfen anderen Firmen, helfen in Deutschland, die FDA-Zulassung zu machen, ja, so etwas zu bekommen. Dadurch war die Auseinandersetzung mit neuen Themenbereichen, wie bestimmte Produkte funktionieren, das fiel wiederum in meinen Wissensbereich. Ja. Mhm. Ich habe mich dann mit bestimmten Bereichen auseinandergesetzt, die zur damaligen Zeit auch von Fraunhofer-Institut erforscht wurden oder in diese Richtung es ging. Ja. Es drehte sich dabei dann um Verbesserung von bestimmten biologischen Abläufen. Ja. Mhm.
da hinein, da wurden Sachen beobachtet, man konnte sie noch nicht erklären. Ja. Und durch die Einarbeitung über die viele Jahre in diesem Bereich war es dann möglich für mich, einen Start wieder neu zu machen in eine Firma, ja, in dem die Patente hier aufgebaut wurden, die dann in den verschiedenen Patent-Offices weltweit bewertet wurden, zugelassen wurden. Wir sind heute in vielen Ländern zugelassenes, patentiertes Produkt. Ja. Mhm. Und das dann in den Markt zu bringen. Also war eine hervorragende Aufgabe in den letzten 10 Jahren. Sie macht sehr viel Spaß, geht weiter. Wir haben eine starke Unterstützung, vor allen Dingen aus dem wissenschaftlichen Bereich, weil wir sehr, sehr fundiert arbeiten. Und das ist so ein bisschen meine Herkunft, ja, diese fundierte Sachen, die müssen da sein, bevor ich eine Aussage treffe, bevor ich etwas behaupte, muss ich es verifiziert haben. Ja, da bist du ja bei uns sehr gut aufgehoben. Wir haben ja im Vorgespräch schon gesagt, die Biohacking-Szene auch hierzulande schreibt sich das ja so ein bisschen auf die Fahne, dass wir sagen, wir wollen auch die Zusammenhänge verstehen auf biologischer Ebene, um eben dann wirklich die Prozesse zu verändern, nach unseren Vorstellungen. Ja. Und genau, du hast es gerade schon angesprochen, das ist ja auch, worüber ich auf dich gestoßen bin. Du hast eine Firma mitbegründet, Eng3, und die ein Gerät herstellt, das gerade so die Runde macht in der Biohacking-Szene. Ich habe das Gerät das erste Mal kennengelernt über den Podcast von Dave Asprey tatsächlich. Und ich glaube, auch Freunde von mir wie Ben Greenfield und The Quantified Bob. Yes, in New York, ja. Mhm. Genau, ja. Nutzen das Gerät, und ich zeige es mal ganz kurz. Ich habe es ja tatsächlich hier und konnte es schon anwenden. Und vielleicht gar nicht ganz viel hinwegzunehmen, vorwegzunehmen. Das Gerät NanoV, für das ihr ja so bekannt seid mittlerweile. Mhm. Was genau ist das und wie kam es dazu? Vielleicht kannst du mir die Geschichte erzählen. Ja, wie gesagt, wir gehen immer erst von der Notwendigkeit aus. Warum wollen wir etwas machen? Ja? Was ist die Absicht, die man erreichen möchte? Unsere Absicht ist, dem Körper, unserem System, unserem biologischen System, das ist nicht nur unser menschlicher Körper in dem Falle, sondern das sind alle biologischen Systeme, die Sauerstoff verwerten, ja, die also aerobic sind, stellen immer oxidativen Stress her. Das heißt, es werden freie Radikale produziert. Die freien Radikale können, wenn sie nicht neutralisiert werden durch Antioxidants, werden immer andere Zellsubstanzen beschädigen. Ja? Mhm. Und der Effekt durch diese Beschädigung, den nennen wir Leistungsabfall, den nennen wir Altern oder im schlimmsten Falle nennen wir das eine chronische Erkrankung. Ja? So, um den nachgeschaut, was wird eigentlich beschädigt? Ja, was ist denn da zu beschädigen, wenn wir Material beschädigen? Ja, was ist denn da? Wir sehen, dass die meisten Moleküle in unserem Körper sind Wassermoleküle. Mhm. In den Zellen, im ganzen Körper. Die zweitmeisten Moleküle in unseren Zellen sind Proteine. Ja, da sind Zehntausende von verschiedenen Proteinen drin. Und die Proteine, diese Biomoleküle, die sind für alles zuständig, was in unserem Körper irgendwo funktioniert. Ja, sie haben verschiedene Begriffe. Sie werden unterteilt in Enzyme, in Hormone, in Antikörper und in viele verschiedene andere Sachen. Aber alles ist Protein. Alles sind Biomoleküle. Sie werden alle aus unseren 22 verschiedenen Aminosäuren gebaut. Die Hälfte davon produzieren wir selbst, die andere Hälfte müssen wir mit der Nahrung aufnehmen. Und wenn diese beschädigt werden durch freie Radikale, dann fehlt die Funktion, dann funktioniert etwas nicht. Ja, so ein guter Körper, junger Körper, ist in der Lage, die Sachen zu reparieren. Ja, also die Proteine wiederherzustellen, dass sie ihre Funktion wiederbekommen. Mhm. Je mehr freie Radikale wir aber produzieren und je mehr von den Beschädigungen sich anhäufen, desto mehr hinkt der Körper mit der Reparatur hinterher. Ja? Also gehen allmählich Funktionen verloren. Regenerationsprobleme treten ein.
Alterungsprobleme treten ein. Ja? Also, und da sind wir eben hingegangen und haben gesagt, ui, die meisten Proteine kennen wir nicht. Wir nehmen an, dass der Körper 900.000 verschiedene Proteine hat, der menschliche Körper. Wir kennen etwas von 30.000. Meistens haben wir denen einen komischen Namen gegeben, ja? Aber wir wissen nicht richtig, wie die funktionieren und schon gar nicht, wie sie zusammen funktionieren. Ja? Mhm. Darum ist das auch immer so interessant, wenn man wirklich mal ein Protein identifiziert hat, geht vor allen Dingen in der pharmazeutischen Industrie es los mit den klinischen Tests, ja, festzustellen, wenn ich das nun verabreiche und mehr von diesen Proteinen wieder in den Körper reinmache, was funktioniert denn alles und was hört auf zu funktionieren, ja? Und manchmal gibt es eben negative Nebenerscheinungen und manchmal sehr positive Nebenerscheinungen, ja. Mhm. Und manchmal sind die positiven Nebenerscheinungen in einem Produkt viel, viel interessanter und macht das viel erfolgreicher, ja, als in der ersten Beobachtung, wo das Protein eigentlich funktioniert. So, wir haben also eine Vielzahl von Beschädigungen an Proteinen, die wir nicht kennen, die wir nicht beobachten können. Das wissen wir. Mhm. Ja. Jetzt haben wir nachgeschaut und gesagt, wie werden denn die repariert? Was ist denn notwendig, um überhaupt ein Protein am Anfang in den funktionsfähigen Zustand zu bringen? Du hast übrigens, ganz kurz, das werde ich auch in den Shownotes verlinken, ein super Video auf deiner Webseite, das so veranschaulicht, was da genau passiert. Eben von diesen gefalteten Proteinen, wie die sich entfalten. Und da sind wir jetzt gerade. Ja, danke. Das ist ein sehr aufwendiger, sehr interessanter Film gewesen. Er wird auch viel jetzt schon in der Ausbildung verwendet, der Film. Ja, also an Universitäten, die greifen jetzt auch schon drauf zurück. Mhm. Die Proteinfaltung ist ein rein biophysikalischer Prozess. Das ist kein chemischer Ablauf. Ja? Der findet immer statt, der muss stattfinden. Und der ist ein sogenannter thermodynamischer Prozess, wo ein Entropiewechsel stattfindet von einem ungeordneten Zustand in einen geordneten Zustand. Wenn die Proteine nämlich im geordneten, im gefalteten Zustand also sind, dann funktionieren sie. Ja? Mhm. Und der Körper versucht, der Körper versucht das natürlich nicht mit Wissen, mit Intelligenz zu machen, ja. Der findet nicht und sagt, oh, jetzt wollen wir mal lieber das Protein reparieren und das, ja. Sondern der Reparaturablauf ist auch ein relativ unvermeidlicher Ablauf, ja. Mhm. Und dazu ist das Wasser, das die Proteine umgibt, unheimlich wichtig. Das wissen wir heute. Da wurden jetzt in den letzten 20 Jahren viele Forschungsarbeiten gemacht darüber. Und jeder, der ein bisschen in dem drin ist, kennt den Begriff Fourth Phase of Water. Ja, genau, das ist nach dem bekannten Buch. Ja, nach dem bekannten Buch, genau. Professor Pollack hier an der Universität in Seattle arbeitet seit über 20 Jahren in diesem Bereich mit seinen Teams weltweit mit vielen anderen Universitäten zusammen. All was er beschreibt in seinen Büchern, in vielen Büchern, in sehr vielen guten Podcasts auch erklärt, ist validiert. Ja, das ist heute Grundwissen, ja, dass Wasser diese Eigenschaften hat, um diese Proteinfaltung überhaupt zu ermöglichen. Und diese wichtige Eigenschaft ist nur an der Oberfläche des Wassers, findet nur da statt, weil sich an der Oberfläche vorher das sogenannte EZ-Wasser, das Exclusion-Zone-Wasser, bilden muss. Mhm. Das hat einen gehörigen Ordnungszustand. Ja. Und wenn der Entropiewechsel erfolgt, das heißt also die Ordnung dieses Wassers an der Oberfläche der Proteine, wenn diese Ordnung übergeht und das Protein in einen anderen Ordnungszustand verändert, dann faltet sich das Protein, das Wasser verliert seine Ordnung und der ganze Prozess beginnt wieder neu. Ja? Mhm. Für uns war dann der nächste Schritt, das weiß man, das ist in vielen Bereichen heute beschrieben, ja. Für uns war dann der nächste Schritt festzustellen und zu überlegen, wie können wir dann diese Easy-Wasser-Zone, also diese Exclusion-Zone, die an den Proteinen sich ausbilden muss, damit diese Faltung, diese Regeneration und Reparatur stattfindet. Wie wird denn die erzeugt? Wie können wir die erzeugen? Wie können wir den Körper damit unterstützen, dass der Körper das besser machen kann? Mhm. Und das führte dann zu der Entwicklung der Patente und des Gerätes, ja, womit wir also jetzt versuchen, den Körper zu unterstützen, die
ich meine, die Menge des Easy-Wassers an den Proteinen zu erhöhen, um damit auf alle Proteine den Effekt zu haben, die Proteinfaltung zu unterstützen. Auch auf die Proteine, die wir nicht kennen, ja, weil alle haben den gleichen, sag ich mal, thermodynamischen Ablauf in der Fall. Ja, mich würde jetzt nochmal interessieren, Hans, wie genau kamst du zur Idee für dieses Gerät? Also du hast schon gerade beschrieben, das Wiederherstellen der Proteinfaltung im Prinzip, die eben ja, durch Beschädigung, durch freie Radikale geschieht, eben ein Gerät anzubieten, das dabei hilft. Allerdings, also mich würde nochmal der Gedankengang interessieren, wie es tatsächlich dann letztendlich zu dem Gerät, das eine Art Luftstrom, feuchten Luftstrom in dein Gesicht pustet. Ja, Wie das entsteht. Gut, ja, wie das entsteht. Die Grundbausteine waren, also das Wissen, wir müssen, wollen dem Körper dieses Easy Water zuführen. Ja, so Easy Water befindet sich nur auf Oberflächen von sogenannten kleinen Wassercontainern. Ja? Also es ist an der Oberfläche in unseren Zellen, es ist an der Oberfläche von kleinen Wassertröpfchen in der Luftfeuchtigkeit. Ja? Man kann Easy Water nicht in einem Glas Wasser komplett herstellen. Ja? Easy Water ist immer nur ein ganz relativ kleiner Bereich, der sich an der Oberfläche von Wassertröpfchen ausbildet. Also an dieser Stelle Vorsicht vor diesen Anbietern von sogenannten Easy Water in abgefüllten Flaschen. Das funktioniert unter Umständen nicht genauso, wie es das richtig, das funktioniert nicht, ja. Ein anderer großer Bereich, den jeder kennt, was Easy Water ist, ja, jeder kennt das, macht sich aber keine Gedanken darum. Ich kann nur das Buch empfehlen, Fourth Phase of Water, das es auch in Deutsch gibt, ja. Von Gerald Pollack, eine Wolke, genau. Ja, eine Wolke, die man am Himmel sieht. Das ist Easy Water. Ja, in dem Moment, wo die Tröpfchen größer werden und die Easy-Schicht dünner wird, weil sie sich auf eine größere Masse verteilen muss, ja, fällt sie runter. Dann haben wir Normalwasser. Ja, und dann können diese Effekte, die Easy Water, die Materialeigenschaften, die nur Easy Water hat, die verschwinden und dann fällt das runter. Ja. Denn wir müssen ja wissen, diese Wolke, die wir da oben sehen, diese weiße, dicke Wolke, die wiegt ja mitunter viele hundert Tonnen. Ja, wow. Sie ist ja groß, ja, und fällt trotzdem nicht runter. Gut, aber wir wollen nicht zu sehr in die Materialwissenschaften von dem Easy Water. Na, das ist ein schönes Bild. Auf jeden Fall. Sondern mehr bei uns. Also wir wollten, wir müssen, um diesen Effekt im Körper zu erzielen, eine Oberfläche, die aus Easy Water besteht, zum Körper bringen. Zum Körper bringen heißt für uns, er muss die Schleimhaut berühren. Ja, das reicht vollkommen aus. Die Schleimhaut muss berührt werden. Wir schicken ja keine Substanz hinein. Das ist ein biophysikalischer Vorgang. Ja. Das Gleiche ist ja auch bei anderen biophysikalischen Prozessen. Wir müssen ja nicht unbedingt eine Heizung anfassen. Ja, wir können ja daneben stehen. Die Wärme wird auch so übertragen. Ja. Wir müssen ja nicht runterschlucken, die Heizung. Ja. Die Wärme geht trotzdem in unseren Körper hinein. Das heißt also, wir müssen kleine Tröpfchen haben. Wir müssen Luftfeuchtigkeit irgendwie formen. Ja, Luftfeuchtigkeit formt man durch zum Beispiel die Humidifier. Ja, diese Luftfeuchtigkeit, diese Tröpfchen müssen dann dieser, um Easy Water zu produzieren, bestimmten elektromagnetischen Energie ausgesetzt werden. Mhm. Ja. Wasser muss nämlich, um diese Ordnung an ihrer Oberfläche zu erhöhen, eine bestimmte Energie absorbieren. Ja, diese Absorptionsenergien kann man schon seit vielen Jahren nachlesen. Ja, also das ist auch Wissensstand, da ist nichts Neues drin. Ja, da kann man irgendwo hingehen. Man muss nur das Richtige lesen. Ja, auch da wieder die Absorption der Energie von Wasser ist eines, da redet man dann von Bulkwasser, ja, und dann gibt es aber Absorptionsspektrum von Luftfeuchtigkeiten, ja, die sehen schon wieder ganz anders aus, ja. Da muss man in diese Richtung richtig arbeiten. Das haben wir dann durch unsere Patente abgedeckt, ja, wo wir dann auch sagen, wir nehmen
wir müssen in diesen Wellenbereichen drin sein, in den anderen passiert ja nichts. Ja? Absorption von Energien kennen wir ja auch. Ja? Zum Beispiel sind ja die sichtbaren Wellenlängen, ja, die wir kennen aus dem Rot-Blau-Grün-Bereich, die werden ja von Wasser nicht absorbiert. Ja? Mhm. Oder nur sehr gering. Dadurch ist ja Wasser für uns transparent. Denn wenn wir ein rotes Licht hinter Wasser, hinter ein Glas Wasser halten, sehen wir ja auf der anderen Seite rot, kommt ja durch zu unserem Auge. Mhm. Ja? Die Wellenlängen, die wir, sage ich mal, hinter einem Wasser herstellen, ja, werden absorbiert. Die kommen gar nicht durch. Wir würden die gar nicht sehen. Die werden also massiv absorbiert. Zum Beispiel Infrarotlicht auch. Ja, Infrarotlicht, wenn es in dem es gibt ja einige Infrarotlichte ganz im äußeren Bereich, die sind ja generell nicht sichtbar für unser Auge. Ja. Aber wenn wir einen Sensor hinterhalten würden, dann würden wir das nicht feststellen. Ja. Mhm. Er könnte nichts feststellen. So gibt es halt unterschiedliche Absorptionsspektren. So, und daraus wurde dann im Prinzip das Gerät, ja, wir freuten uns natürlich, sagen, oh, das geht hervorragend, ja, wir müssen keine Injektion machen oder in den Körper etwas hineinsetzen. Dadurch sind wir auch im medizinischen Gerätebereich in einer Klassifizierung, die macht es möglich, dass jeder Benutzer das zu Hause anwenden kann. Ja. Mhm. Keine Sterilitätsvorgaben und so weiter, ja, das macht es einfach zu bedienen. Das heißt also auch der Bereich der Requirements, der Anforderungen, um überhaupt ein Produkt in den Markt zu bringen, waren dadurch sehr schön kombiniert und geblockt. Ansonsten soll das user-friendly sein, nutzerfreundlich. Ja, ich möchte, dass meine Großmutter es bedienen kann, ja, keine Werkzeuge braucht, ja, kein Wort lesen muss. Es muss mit allen verschiedenen sprachlichen Situationen fertig werden. Ja, und so wurde dann das Gerät danach so geformt. Ja. Genau, ja. Und wir stellen das ganze Gerät hier in Seattle her. Ja, es wird nicht nur hier entwickelt und die Forschung dafür gemacht, sondern wir haben auch die gesamte Produktion der Geräte hier und Qualitätskontrolle und von hier geht es dann weltweit in den Markt. Alles klar. Jetzt sind wir schon genau direkt beim Gerät und im Video wird es schon erklärt und vielleicht kannst du mir das auch nochmal erklären, was genau im Gerät passiert. Und zwar, ich zeige es nochmal für alle, die jetzt zuschauen. Wir haben ja die meisten als Zuhörer, aber für alle, die jetzt gerade zuschauen. Ich drücke jetzt einfach mal auf Start. Da gleich mal meine Frage, Hans. Ist das eigentlich für Show, dieses Licht mit dem... Ja, das ist richtig. Das ist reine Dekoration. Ja. Mhm. Man kann sich ja die Beleuchtung da hinten selbst auswählen. Ja. Indem man den Startknopf drückt, hat man in den ersten Sekunden oben links ein Feld, das man antippen kann. Und da kann man sich die Farbe selbst auswählen, die man haben möchte. Mhm. Kann sich auch ein Farbspiel aussuchen, das ist reine Dekoration. Ja. Zum einen, ja. Zum anderen wird das Gerät natürlich auch dort eingesetzt, im medizinischen Bereich, wo Leute eben schon chronische Erkrankungen haben, ja, wo das angesprochen werden soll. Und wir wollen in diesen Bereichen eine lautlose Erkennung machen, wenn eine Anwendung vorbei ist, ja, weil sehr oft fallen die, schlafen die ein, wenn sie das tun, ja. Das kann passieren, das ist gut auch so, ja. Und wir wollen da kein lautes Piepgeräusch oder Brummen haben in klinischen Environments und dann geht das Licht aus und dann wissen sie, dann ist das fertig, ja. Das ist der zweite Grund. Der andere Bereich, wo Leute in die Lichttherapie hinein wollen, ja, wo ich sage, das ist euer Bereich, da können wir uns nicht äußern, ja, da sind wir nicht Experten, ja, da muss man woanders hingehen. Das ist eine andere Sache, wird sicherlich nicht mit dem Core-Interesse, mit dem Hauptinteresse der Funktion und des Nutzen des Gerätes zu tun haben. Ja. Okay. Das verstanden. Mhm. Genau, und da, also was sozusagen dann eben aufleuchtet, ist Wasser. Und zwar es ist nicht irgendein Wasser, sondern es ist destilliertes Wasser. Mhm. Und es wird dann sozusagen über Schläuche in das Gerät gezogen. So sehe ich das. Ja, wir saugen Luft von der Umgebung an. Ja, also in dem Raum, in dem du sitzt, in dem du atmest, ja, da wird die Luft angesaugt. Wir gehen davon aus, dass die für dich gesund ist. Ansonsten würdest du da nicht dann sitzen. Ja, es ist also kein Bedarf, da Sterilisation zu haben oder sowas. Ja, du atmest diese Luft ja sowieso. Die wird eingesaugt, die wird durch das Wasser geleitet, damit wir Luftfeuchtigkeit erzeugen.
Oberhalb des Wassers, das du in dem Behälter siehst, oberhalb des destillierten Wassers, wird die Luft abgesaugt. Da ist ja jetzt die Luftfeuchtigkeit höher. Die wird abgesaugt und wird dann durch die Anregungseinheiten, ja, the Exertation Unit, geschoben, kann man sagen, durchgeschoben. Und dort wird dann die elektromagnetische Energie abgegeben. Ja, das sind Glasröhrchen, die dort drin sind, bestimmte Glasquarzglase, die keine Probleme mit der elektromagnetischen Wellenlänge haben. Ja, die treffen, die elektromagnetischen Wellen treffen dann auf die Wassermoleküle, die absorbieren diese Energie und das folgt zur Ausbildung von Easy Water an den Oberflächen dieser Tröpfchen. Ja, und diese Tröpfchen stoßen auch gegeneinander an in der Luftfeuchtigkeit. Ja. Die werden dadurch dann in der Luftfeuchtigkeit zu dem Benutzer geschoben, gedrückt, ja, und der hat halt den Luftstrom dann in seinem Mund-Nasen-Bereich. Genau, ja. Aus diesem Teil des Gerätes. Aus diesen Plattchenröhrchen, wenn er will, kann er auch eine Nasenkanüle anlegen, dadurch hat er mehr Bewegungsfreiheit. Ja, so benutze ich das Gerät oder wir benutzen das in den Firmen und ich kenne viele andere Firmen, die das auch so benutzen, weil sie dadurch einen größeren Bewegungsfreiheit haben. Man kann telefonieren und so weiter, wenn sie die Nasenkanüle halt haben. Ja. Aber es bleibt auch ohne, man muss dann nur den Kopf-Mundbereich in diesem Luftstrom halten. Ja. Wie weit muss das etwa von dem Gesicht weg sein? Also als ich es eigentlich immer verwendet habe, habe ich versucht, so nah wie möglich dran zu sein, einfach um so weit so viel wie möglich zu absorbieren. Ja, auch da versuchen wir das benutzerfreundlich zu machen, solche Erklärungen sagen, solange du den Luftstrom spürst, bist du dich genug dran. Ja? Eine ganz einfache Sache, wenn nämlich mehr, sag ich mal, Draft wäre, wenn ein Zug im Raum ist, ja, dann sollte man dichter rangehen, ja, denn wenn es zieht im Raum, dann würde man den Luftstrom nicht mehr so spüren, dann würde auch der Effekt nicht mehr stattfinden, weil nämlich die Wassertröpfchen weggeblasen werden, muss man dichter rangehen und dann reicht das vollkommen aus. Ja. Am besten durch Mund und Nase atmen, ja, wenn es, wie gesagt, auf die Schleimhäute trifft, dann geht der Effekt ganz schnell über in den Körper. Ja. Und der geht sofort über, der wird nicht im Körper eingespeichert werden müssen. Man muss nicht eine bestimmte Menge haben, bevor der Körper reagiert, sondern das findet sofort statt. Ja. Und da wurde halt das Gerät danach entwickelt, wie es am einfachsten zu bedienen ist und wie kann der Effekt mit dem geringsten Aufwand erzeugt werden und sichergestellt werden. Ja. Jetzt hatte ich ja einige Sachen erzählt über die Proteinfaltung, was man aus der Wissenschaft kennt, wo das an den Universitäten bestätigt wird alles. Ja. Jetzt kommen wir mit einem Gerät, jetzt erzählen wir, dass wir machen da auch easy Wasser und alles. Ja. Ja, kann man ja immer viel erzählen. Ja. So, auch da gehen wir den Gang lang, dass wir sagen, Schritt für Schritt muss validiert sein, ja, muss bewiesen sein, muss von der Aussage nachverfolgbar sein und dokumentiert sein. Ja. Das heißt, bei uns fängt es an, dass wir dokumentieren, wissen und auch testen lassen, dass wir diese Wellenlänge, die von dem Wasser absorbiert wird, wirklich herstellen. Ja. Das haben wir auch hier an den Universitäten in Washington gemacht, ja. Die dann auch bestätigen, ja, das ist genau diese Sache, die unter anderem auch im Körper hergestellt wird. Ja, auch dort wird dann schon gesagt, der biologische Ablauf oder der bioidentische Ablauf, ja, der findet ja wirklich statt. Denn normalerweise produzieren wir ja in unserem Körper selbst dieses Easy-Wasser, solange wir noch jung und unbeschädigt sind, um die Proteinfaltung durchzuführen. Ja. Erst wenn wir eine höhere Belastung an unseren Körper setzen und der Reparatur nicht mehr nachkommen, ja, dann brauchen wir die Unterstützung mit so einem Nanowi-Gerät. Also wie stellt der Körper das her? Ja, der Körper hat eigentlich einen unvermeidbaren Vorgang, diese Energie selbstständig herzustellen, diese elektromagnetische Energie. Und zwar ist das ein bestimmtes freies Radikal, ja, das ist angeregt, ist im angeregten Zustand, gibt seine Anregungsenergie ab und das ist genau diese vom Wasser absorbierbare Energie. Ja. Das heißt, also diese
freien Radikale, einige Prozente von diesen freien Radikalen sind dafür zuständig, dass die Reparatur permanent wieder eingeleitet wird. Ja, also da auch die hochinteressante Sache, wenn wir dann in anderen biowissenschaftlichen Bewertungen heute die Wichtigkeit von Wasser lesen, ja, weisen wir darauf hin, sagen, Wasser ist unheimlich wichtig, dieses Easy-Wasser-Phänomen, ja, ansonsten gäbe es nämlich gar nicht Leben. Ja. Proteine können ohne diese Fähigkeit des Wassers überhaupt sich nicht falten. So, und wie gesagt, dass wir genau diese identische Energie auch abgeben, ja, das wurde auch von bewertet. Es werden auch Vergleichsmessungen gemacht zu anderen Möglichkeiten. Ja, wir werden auch demnächst das noch weiter fortschreiten in anderen Bereichen, in anderen Wellenlängenbereichen, ja, was eine sehr interessante Zusammenarbeit auch mit den Universitäten ist. Der nächste Schritt ist, wenn wir das produzieren. Man kann ja vieles produzieren und im nächsten Moment ist es wieder weg. Ja, das heißt, wir sind dann auch weitergegangen, haben gesagt, wir wollen auch zeigen, beweisen, dass wir wirklich easy Wasser herstellen, ja, dass das da rauskommt. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Prozess auch. Ja, eine ganz wichtige Vorgabe kommt das raus. Das haben wir mit Zusammenarbeiten mit Instituten in Italien gemacht, die darauf spezialisiert sind, das zu messen heute. Ja, die können das messen und bewerten nicht nur die Qualität, sondern sind auch in der Lage, die Quantität, also auch die Menge zu messen. Ja, wow, okay. Wie viel rauskommen. Ja. Denn das sind Materialeigenschaften, ja, die kann man messen. Ja. Und sag mal, wenn jemand kommt und zu dir sagt, das und das Metall wiegt 50 Kilogramm pro Kubikliter, ja, pro Liter, dann kannst du das ja nachmessen, kannst du auf eine Waage legen. Ja. Und wenn ich komme und sage, ich stelle easy Wasser her, ja, dann soll ich das auch beweisen können. Ja. Und dann geht es weiter, danach werden dann Untersuchungen gemacht, wie die Effekte auf biologische Systeme sind. Ja. Sind wirklich Regenerationsprozesse damit zu verbessern, sieht man das. Und das sind dann die Bereiche, wo wir klinische Untersuchungen machen, wo wir placebo-kontrollte Double-Blind-Studien machen, ja, und uns anschauen, wie das auf den Menschen funktioniert, ja, und wie das auf Zellkulturen funktioniert. Ja. Zellkulturen haben den Vorteil, ich brauche keine Double-Blind-Studie mehr machen. Ja. Und auch da arbeiten wir in der Vergangenheit und auch stetig mit Universitäten zusammen und verfeinern dort die Testverfahren. Ja. Hans, du hast es gerade erwähnt, du testest schon verschiedene Wellenlängen. Jetzt muss ich als Laie einfach nochmal genauer nachfragen, aber gibt es denn Variationen vom Easy-Wasser, wenn du sagst, du versetzt sie mit einer anderen Art von Schwingung, oder wie kann man sich das genau vorstellen? Nein, es gibt nur eine Sorte von Easy-Wasser. Ja. Die Frage ist immer nur, wie schnell oder wie stark kann sich diese Schichtdicke, ja, also diese verschiedenen Layers dieses geordneten Wassers ausbilden. Ja. Okay. Wie schnell bildet sich das? Ja. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann dieses Wasser, das ich damit behandle, die Wassertröpfchen länger einer bestimmten Energie aussetzen. Dann bildet sich auch eine sogenannte dickere Schicht. Ja. Okay. Oder ich nehme eine andere Wellenlänge, die eine schnellere, bei der gleich kurzen Zeit, eine schnellere Schichtdickenbildung hat. Ja. Das sind so die verschiedenen Möglichkeiten. Und man will ja immer schauen, wie kann ich etwas schneller machen? Wie kann ich möglicherweise auch etwas kleiner machen, ja, damit es handlicher ist? Ja. Denn die Größe des Gerätes ist jetzt momentan bestimmt durch die Komponenten, die da drin sind. Mhm. Ja. Das Ganze kleiner machen will, muss ich andere Komponenten einsetzen, ja, und die müssen leistungsfähiger sein, in allen Bereichen leistungsfähiger sein. Ja. Mhm. Ah, verstehe, okay. Das heißt, dieses Gerät besitzt eine, also welche Wellenlänge ist denn in diesem Gerät gerade drin? Welche wird angewendet? Oder ist das patentiert und geheim? wir gehen immer darauf hin, wir sagen mal, das ist die bioidentische Wellenlänge, also die genau die gleiche Wellenlänge, die angeregte Sauerstoffatome abgeben oder angeregte Sauerstoffmoleküle abgeben. Ja. Okay. Kann ich beides nennen, ja, weil in beiden Fällen die Anregung besteht darin, dass die Elektronen sich kurzzeitig auf einer anderen Außenschale saßen und dann wieder zurückfallen. Ja. Im Körper findet das meistens statt, wenn bei der ATP-Produktion in den Mitochondrien,
das eingeatmete Sauerstoffmolekül auseinandergerissen wird, kann man sagen. Mhm. Ja. Ein Atom wird nur verwendet, das andere wird nicht verwendet, ist nicht notwendig und ist ein freies Radikal, wird abgegeben in die Zelle. Bei dem Auseinanderreißen kann es aber passieren, dass ein Elektron weiter nach außen gezogen wurde auf eine äußere Schale des Atoms. Ja, das passiert. Das nennt man Anregen. Man regt heute in Materialuntersuchungen absichtlich Atome an, um festzustellen, bei der Spektralanalyse, aus welchen Materialien besteht denn das, was ich vor mir habe. Ja. Mhm. Dadurch kann ich eben auch, wenn ich Sauerstoff anrege, feststellen, dass ich Sauerstoff vor mir habe, wenn ich ein Gas untersuche. So, und das findet im Körper, in der Zelle permanent statt, dass einige dieser Sauerstoffatome angeregt sind, ihre Anregungsenergie abgeben. Was wir nicht wissen, ist, wie viel Prozent ja, davon im Körper erzeugt werden. Wir wissen aber, dass es nicht immer das Gleiche ist. Das ist sehr unterschiedlich in jedem Moment. Das ist eine Art Zufallsprodukt, ja, ob ich halt ein angeregtes Sauerstoffatom herstelle oder nicht. Und somit ist es auch eine kleine Zufallsentscheidung oder Resultat, wie viel Easy Water stellt eigentlich den Körper in einem bestimmten Moment her. Ja? Und das hängt davon ab, wie viel das ist. Ja? Okay. So, wir stellen genau die gleiche Wellenlänge halt her. Ja? Und um das zu machen, um diese Wellenlänge herzustellen, haben wir den elektronischen Weg auswählen müssen. Ja? Mhm. Weil nur diese eine hohe Energiedichte hat, die dafür benötigt wird. Ja? Die anderen Sachen würden in Geräten ausformen, die so groß sind wie ein Auto. Ja? Wir haben andere Verfahren untersuchen lassen. Ja? Einmal messtechnisch untersuchen lassen, zum anderen aber auch rein rechnerisch untersuchen lassen. Ja? Zum Beispiel, wie viel Atome, angeregte Sauerstoffatome benötigte ich denn, ja, um vergleichsweise die Energieausbeute zu haben, die wir mit unserem elektronischen Ansatz haben. Ja, und woraus kommt, wir sind um mehrere tausend Potenzen besser über diesen Weg. Ja. Wir müssen auch besser sein, das ist rechnerisch einfach die wie soll man sagen, die Logik dahinter. Ja. Wir sind mehrere tausendfach besser mit der Energieausbeute, als wenn man rein nur Sauerstoffmoleküle anregt, ja, und die dann versucht abzuernten, ja, die Energie. Ja, das geht nicht und das ist eben auch, sag ich mal, der kleine Durchbruch in der Technologie gewesen, ja, dass man von der Biologie den Übergang gemacht hat in die Technologie. Ja, wir verstehen jetzt voll die Biologie, wir können sie aber nicht in allen Bereichen versuchen zu kopieren nur. Ja, wir müssen schon den nächsten Schritt gehen und die Technologie dafür verbessern. Ah, okay, Hans, du hast uns gerade schon noch ein paar Begriffe in den Raum gestellt. Und zwar ganz kurz nur zur Klärung für alle Zuhörer, die das noch nicht gehört haben. Also Easy Wasser, haben wir schon gesagt, ist Exclusion Zone Wasser. Das ist dieser Layer, um das Protein letztendlich herum, der es wieder dazu bringt. Also ich habe so verstanden, ab einer gewissen Anzahl von Layern fängt das Protein wieder an, sich zusammenzufalten. Ganz genau, ja. Kann man jetzt, bevor ich da hingehe, noch ein anderer Begriff, vielleicht kannst du das auch noch mal ganz kurz erklären, weil ich habe auch verstanden, die Methode wird als Bioidentical Signaling bezeichnet. Oder bioidentische Signalgebung, glaube ich, im Deutschen. Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz auf den Begriff bioidentisch einzugehen. Was genau bedeutet das? Ja, hatte ich eben erwähnt, dieses Signal wird ja eigentlich von diese elektromagnetische Energie wird ja eigentlich vom Körper permanent erzeugt. Mhm. Ja. Dieses bioidentische Signal oder dieses biologische Signal ist auch messbar in biologischen Systemen. Ja. Und wir haben eben genau das gleiche Signal genommen, ja, genau die gleiche elektromagnetische Welle und dadurch sind wir bioidentisch. Ja? Hm. Denn dem Wassertröpfchen, dem ist es egal, wer wie die Energie abgibt. Ja? Ob das nun elektronisch erzeugt wird, die Energie, ja? Oder ob es ein anderer
Vorgang ist, um die Energie zu erzeugen, zum Beispiel durch diese Sauerstoff Exhortation, ja, Anregung, ja, das ist dem Wassermolekül nachher, dem Wassertröpfchen, egal. Ja, die brauchen die Energie, die sie absorbieren, und dann formen sie diese Easy Layout. Ja. Mhm. Diese Schichten bilden sich an allen Oberflächen von kleinen Wassercontainern, also wie einer Zelle oder einem kleinen Wassertröpfchen, und bilden sich um alle Komponenten, die sich darin befinden. Ja, denn ein kleines Wassertröpfchen hat ja nicht nur eine Oberfläche nach außen hin, es bildet ja auch Oberflächen zu all den Komponenten, die in drin sind. Mhm. Ja. Und darum auch die Wichtigkeit, dass wir destilliertes Wasser verwenden. Ja, da sind also keine Schmutzpartikel drin. Dann würden sich nämlich das Easy Wasser auch um die Schmutzpartikel bilden. Ja. Und weniger dick wäre dann die Layerbildung auf der äußeren Oberfläche. Ja, aber genau das wollen wir mit unserer Technologie haben, dass es sich auf der Oberfläche der Tröpfchen bildet. Denn wenn sich das mit den Schleimhäuten in Verbindung steht, ja, dann wird der Überschuss, der zwischen den Schleimhäuten, Easy Water Oberfläche, mhm, und der Wassertröpfchen, wird ausgeglichen. Ja. Mhm, aber nur, okay, wenn es auf der Oberfläche ist. Ja. Sollte sich das Easy Wasser in dem Tröpfchen drin finden, würde das nicht passieren. Ja, darum, wir brauchen sehr sauberes Wasser, partikelfreies Wasser. Dann geht das auch an den Körper über. Und in den Zellen sind die Proteine ja in dem Wasser eingebettet. Das heißt, diese ganzen Oberflächen um diese Proteine herum werden dann davon beeinflusst. Ja. Und das sind ganz unheimlich schnelle Vorgänge. Ja, das nennt sich auch Ultra-Fast Energy Transfer between Water Molecules. So ist ein ganz langer Begriff. Ja. Aber auch dort gibt es, jetzt muss ich wieder aus meiner Heimatstadt Berlin reden, sehr gute Universitätsarbeiten zu diesem Bereich. Ja. Sehr gut, die dann beschreiben, wie schnell das geht. Ja. Und dann je nach Protein, je nach Biomolekül, Notwendigkeit, das heißt Größe, wie groß sind die, muss sich unterschiedlich viel darum bilden, damit der Verhaltungsprozess denn vorgeht. Mhm. Ja? Und so kann man auch sehen, dass wenn ich viele Verunreinigungen in der Zelle habe, zum Beispiel Sachen, die da nicht hingehören, ja, dann ist das nicht zum großen Vorteil für diesen Verhaltungsprozess, ja, denn das, was die Zelle an Easy Wasser zur Verfügung hat, ja, wird mit allen Komponenten, die in der Zelle sind, geteilt. Ja, das kriegt also jeder. Und wenn da Komponenten in der Zelle drin sind, Verunreinigungen, die wir nicht haben möchten, ja, dann kann man sagen, so in Anführungsstrichen saugen die eigentlich das Easy Wasser auch an ihre Oberfläche ab. Ja, und saugen damit die notwendigen Easy-Wasser-Layers für die Proteinfaltung ab und unterbinden dadurch wichtige Faltungsprozesse, ja, oder verlangsamen sie unheimlich. Ja. Und dann kommen wir sehr schnell in den Bereich durch dann Umwelteinflüsse, die dafür sorgen, dass wir bestimmte Verunreinigungen in unseren Zellen aufnehmen. Ja. Großer Bereich, diese Toxifizierung und dann weiterhin gehend die Detoxifizierung. Wir wollen das rauskriegen aus dem Körper. Ja. Wie kriegen wir das aber raus aus dem Körper? So, das sind viele, viele andere Bereiche, wo dann auch wiederum die Nanotechnologie diese Sachen unterstützt. Ja. Und in vielen Bereichen halt in Kombination angewendet wird und nicht nur als Standalone-Treatment. Okay, ja, da fällt mir gleich die Baubiologie ein. Ich hatte neulich einen Baubiologen im Podcast, der sehr viel auch über verschiedene Stoffe in der Luft in eben den eigenen vier Wänden, genauso wie elektromagnetische Schwingungen, gesprochen hat und versucht wirklich da ein Umfeld zu schaffen für Leute, in dem sie sich eben wirklich wohlfühlt, dass der Gesundheit zugutekommt, etc. Also da sehe ich jetzt gerade schon die Überschneidungen, genau mit deinem Feld auch. Ja, ja, auch mit unserer Ernährung, was wir aufnehmen, ja, das endet irgendwo ab in unseren Zellen, ja, und genau, sorgt eben unter anderem dafür, dass andere wichtige Vorgänge damit verlangsamt werden oder komplett unterbunden werden, ja, und das ist eben dann die Proteinfaltung, ja, wenn dafür nicht mehr genügend Easy Wasser zur Verfügung ist, weil sich das um andere Oberflächen auch bilden musste, dann habe ich da sehr schnell ein Problem. Ja. Jetzt kurze Zwischenfrage, jetzt kam mir gerade ein Gedanke, und zwar, es wird ja auch in unserem Bereich immer sehr, auch viel über die elektromagnetische
Spannung auf dem Erdboden gesprochen und dass man durch das Barfußlaufen eben diese leicht negative Ladung aufnehmen kann und sich dadurch ausgleichen. Jetzt ohne wirklich viel darüber zu wissen, aber hat das eben tatsächlich vielleicht schon einen Einfluss auf Bildung des Easy Waters, wenn man barfuß im Wald läuft? Das hat zur Bildung von Easy Water keinen Einfluss. Okay. Ja, weil Easy Water wird nur gebildet, indem elektromagnetische Energie absorbiert wird. Ja, weil dieser, muss man sagen, wie funktioniert das? Ja, kann man sich so einfach vorstellen, die Wassermoleküle, ja, die sind dreidimensional angeordnet. Ja, die haben halt links, rechts, oben, unten, vor mir und hinter mir habe ich jemanden, ein anderes Wassermolekül. Ja, wenn eine bestimmte elektromagnetische Energie absorbiert wird, das heißt, diese Energie war in der Lage, ein Wassermolekül zu treffen. Ja, dann fängt dieses Wassermolekül an, kleine Schwingungen abzumachen. Ja, wir haben sogenannte Vibrationsbänder. Das sind ganz kleine Schwingungen. Man kann auch sagen Nano-Vibrations, daher auch der Name Nano-V. Ah, okay. Ja, Nano-Vibrations. Ah, okay. Ja. Und wenn ein Wassermolekül anfängt zu schwingen und da ist sehr dicht daneben ein weiteres, dann wird das angebufft, angerempelt durch die Schwingung, ja, und dann fängt das auch an zu schwingen. Dann hört das eine wieder auf, das andere fängt an zu schwingen, dann geht das weiter und weiter und weiter, ja. Das wird sehr schnell zwischen den Wassermolekülen ausgetauscht. Wenn ich an eine Oberfläche bekomme, dann habe ich aber nicht mehr dreidimensionale Partner, ja, sondern dann habe ich nur noch zweidimensionale Partner, ja. Das heißt, ich kann nur noch in eine bestimmte Richtung schwingen, werde aber angestoßen, ja. Und dann passiert genau das, was man zum Beispiel in einer Gruppe Menschen sieht. Ja, wenn da ein bisschen Gerempel ist, die Menschen, die an der Oberfläche, an einer Wand stehen, weiter an Wänden oder so, dem bleibt nichts anderes übrig, als dichter zusammenzurücken, ja, um diesen Anstoß zu absorbieren. Ja, man rückt halt weiter zusammen an den Oberflächen, das passiert bei den Wassermolekülen ganz genauso. Ja. Und okay. Das bildet dann das sogenannte EZ, Exclusion Zone Water, aus, weil durch das Zusammenrücken der Wassermoleküle wird all das, was da nicht hineingehört, weggepresst. Dadurch kann ich das Easy Water auch sehen. Es sieht anders aus. Ja, es hat keine Verunreinigung. Es ist sehr sauber. Ja, und es wird so stark zusammengedrückt, dass die Elektronen auch nicht mehr rund, sag ich mal, kreisförmig um in den Atomen sich bewegen, sondern die fangen an, ein bisschen zu eiern. Ja, die sind oval, weil die Proteine, weil die Moleküle weiter zusammenstehen, fangen die jetzt ein bisschen mehr oval an sich zu bewegen und dadurch befindet eine Ausrichtung statt, dass ich mehr elektrische Energie nach oben habe, ja, nach außen habe und dadurch wird die Oberfläche, wird das elektrisch, Easy Water elektrisch geladen, negativ geladen. So, weil wir hauptsächlich Easy Water sind, darum sind wir elektrisch negativ geladen, ja. Und die elektrisch negative Ladung, die wissen wir, die wird ja in vielen Bereichen auch in der Medizin gemessen, ja, um unseren Gesundheitszustand festzustellen, ja. Je mehr wir haben, desto besser von der elektrischen Ladung, ja. Und zurück auf den Boden, ja, auf die Bodenberührung, ja. Unsere Erde ist negativ geladen, ja. Also, wenn wir also direkten Kontakt zu der Erde haben, ja, tauschen wir damit unsere elektrische, negative elektrische Ladung ein wenig aus. Ja, und das ist nützlich für uns, das ist gut für uns. Ja. Es sorgt aber nicht dafür, dass Easy Water kreiert wird. Ja. Die Nützlichkeit für diese elektrische, für den elektrischen Ausgleich, negativen Ausgleich liegt auf einem anderen Bereich. Ja. Ach, total spannend. Aber echt gut zu wissen, ich bin froh, ich hab gefragt. ja, ich kann, wie gesagt, immer nur sagen, diese Bücher, die auch der Gerald Pollack geschrieben hat, ja, veröffentlicht hat, die sind sehr einfach geschrieben, ja, sind sehr, sehr interessant. Man kann einen heute viele, viele Sachen erklären, die man vorher nicht erklären konnte, die man zwar gesehen hat und dann gab es vage Erklärungen dafür und sagen, okay, war eine Antwort, hat aber nichts mit meiner Frage zu tun. Ja. So ist man heute in der Lage, klare Antworten zu geben zu bestimmten Fragen, wie etwas ist. Okay, bevor ich jetzt nochmal auf die genaue Anwendung nochmal zu sprechen komme, ganz kurze Frage auch, hast du denn eine persönliche Agenda gehabt mit der Entwicklung oder war es eher, dass du erkannt hast, okay, es ist möglich, ich kann hier etwas entwickeln,
Oder hattest du wirklich das Ziel, auch vielleicht deinen oxidativen Stress abzubauen oder den einer Person in deinem Umfeld? Ja, es kommt jetzt ein bisschen, wie gesagt, ich bin nach der Universität relativ sofort in die Medizintechnik gegangen. Ja. Man schlägt einen Weg ein, natürlich aus verschiedenen Gründen, unter anderem, ich wollte der Gesellschaft etwas Gutes tun mit meiner Arbeit, mit meiner Ausbildung. Ja. Die Gesellschaft hat jetzt mal ein bisschen weit der Philosophie, die Gesellschaft hat es mir ermöglicht, meine Ausbildung zu machen, ja, mit freien Universitäten, und so möchte ich versuchen, etwas wieder zurückzugeben in diesen Bereichen. Arbeiten in der Medizintechnik war natürlich immer geprägt von dem Interesse, dem Nutzer etwas nahezubringen, etwas Gutes zu machen. Mhm. Und die Hauptentwicklung des Gerätes war für den Bereich, wo Leute so viel Schwierigkeiten haben und eine chronische Erkrankung haben. Ja, wie kann ich den Leuten helfen, besser mit den chronischen Erkrankungen zurechtzukommen, ja, in diesem Bereich was zu machen? Wie kann ich die unterstützen, ihre Lebensqualität zu verbessern? Ja? Mhm. So. Dass das denn hin weitergeht, gegangen ist für uns auch in den Bereich der Prävention. Ja? Das ist denn ein automatischer Schritt. Wie kann ich bestimmte Sachen verhindern, dass sie erst so schlimm werden? Ja? Mhm. Und der andere Schritt ist, in den Leistungsbereich hineinzugehen. Ja? Das ist fast genauso wichtig wie in den Präventionsbereich hineinzugehen. Ja? Der Leistungsbereich hierbei ist nicht nur der rein physikalische, also sportliche Leistungsbereich, auch der mentale Leistungsbereich ist da ganz, ganz wichtig zu sehen. Wir sehen, dass sehr oft von diesem Hochleistungsbereich der Übergang in den Krankheitsbereich sehr schnell erfolgt. Mhm. Warum? Weil alle drei Sachen, das heißt die Krankheit, die Prävention und der Leistungsbereich, immer sich nach der Belastung des durch oxidativen Stress richtet, ja, und jemand, der viel Sauerstoff metabolisiert, weil er viel Zellenergie benötigt, produziert viel oxidativen Stress, ja, mhm, und belastet dadurch den Körper. Der mentale Bereich, ja, wenn jemand mit seinem Kopf intensiv arbeitet, wird oftmals vergessen, der rennt einen Marathon mit seinem Kopf, mit seinem Gehirn, ja. Mhm. Die biochemischen Prozesse, die bedarfen so viel Energie, ja, die entsprechen ungefähr die Sauerstoffmetabolisierung von einem Marathonläufer, die der braucht in seinen Beinen, in seinem Körper. Ja. Mhm. Also wirklich den ganzen Tag intensiv denken, jeden Tag ist jeden Tag Marathonlaufen. Ja. Und dann sieht man nach einer längeren Zeit die Auswirkung. Ja. Wir sehen Burnout, wir sehen Verhaltensveränderungen und so weiter. Ja, das sind alles Ergebnisse, weil bestimmte Proteinfunktionen im Kopfbereich nicht mehr richtig laufen. Ja. Mhm. Hormonveränderungen stattfinden. Ja. Hormone kontrollieren unser Verhalten, ja, und so etwas. Ja. Und da sehen wir, dass diese Technologien dann in diesen Bereichen auch notwendig sind, dort jetzt auch eingesetzt werden zum Erfolg und zum Nutzen der Anwender. Genau, also ich habe es auch auf der Webseite schon gesehen, du unterscheidest prinzipiell, glaube ich, zwischen drei verschiedenen Anwendungsbereichen. Das eine ist eben dieser chronische Therapiebereich, chronischen Erkrankungen. Mhm. Das zweite Health and Wellness, also eigentlich zur Vorbeuge, würde ich sagen, für Leute, die jetzt vielleicht jetzt nicht im Leistungssport aktiv sind. Und dann eben das dritte ist der Leistungsbereich, also wirklich, ja, wenn man den Athleten sieht. Und eigentlich, ja, trifft es ja eigentlich auf uns alle zu. Und das finde ich ja auch jetzt eben das Spannende, weil wir alle haben zellulären Stress, wir haben oxidativen Stress. Und im Prinzip, mhm, ist es ein Gerät, das eigentlich jeder theoretisch anwenden könnte. Ja, ja. Es kann absolut jeder anwenden, in jeder Altersstufe, in jedem Zustand, sofern er das Gerät halt zur Verfügung hat oder genau, Zugang zu dem Gerät hat, ja. Und darum die Unterteilung zum Beispiel auf unserer Webseite in diesen drei Bereichen, ja. Das sind drei Bereiche, die haben unterschiedlich andere Zugänge,
Ja. Wir haben den Gesundheitsbereich, da gibt es Kliniken, Health Centers und so weiter, wo Leute regelmäßig auch hingehen, um etwas zu machen, ja, um die Verbesserung zu machen. Das ist ein Anlaufpunkt für viele Leute. Mhm. Ja. Der nächste Bereich ist der Leistungsbereich, der Sportbereich zum Beispiel. Ja. Da gibt es Sportzentren, Trainingszentren, Sportclubs und so weiter. Da können die Leute permanent dahin gehen, da gehen sie dahin, ja. Und der andere Bereich ist die Prävention, und das ist mehr Corporate Wellness, ja. Mhm. Also sagen, in den Firmen, die meisten Leute gehen ja zur Arbeit, das ist ja, da ist ja eine Location, wo man regelmäßig hingeht, ja. Und die Prävention hat da einen sehr guten Platz, ja. Die Anwendung dauert nur 15 bis 30 Minuten, ja. Die kann man da irgendwie machen während der Arbeit und so weiter, und dort ist dann der Wellness, der Corporate Wellness Gedanke mehr, mhm. ja. Natürlich ist durch die Anschaffung des Gerätes zu Hause, was man denn mit seinen Mitbewohnern teilt oder nur für sich alleine benutzt, ja, eine noch einfache Möglichkeit. Aber wir sind natürlich bei den Geräten nicht gerade in einer Preisrange, die sich von einem Smartphone bewegt. Ja, wir sind da noch etwas teurer, noch etwas aufwendiger in der Anschaffung. Genau, also ich glaube, jetzt dieses Gerät, ich habe es ja auch nicht gekauft, muss ich dazu sagen, aber es liegt, glaube ich, bei 12.000, 13.000 Euro oder Dollar, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht, ja, denn wir werden in Deutschland durch einen deutschen Vertrieb vertreten, ja. Aber ich glaube, das sind um diese Euro-Bereiche, ja. Mhm. 13.000 Euro könnten das sein, ja, liegt dieses High-End-Gerät, ja. Auch da geht man dann schnell hin und sagt, na, brechen wir das mal runter, was kostet mich denn das pro Anwendung, ja. Mhm. Dann sage ich, okay, jetzt fangen wir an, sagen, das Gerät kann leicht 10 Jahre Lebensdauer haben. Ja. Ja. Sogar noch mehr, das Gerät, das du hast, sollte mindestens 40.000 Anwendungen durchhalten, ja, ohne dass irgendetwas kaputt geht. So 40.000 Anwendungen ist denn schon sehr viel. Und dann sind wir bei Anwendungskosten von 50 Cent. Ja, hm. In diesem Bereich, ja. Und dann sieht das schon wieder ganz anders aus mit dem Preis, ja. Wir versuchen also dort die Kosten-Nutzen-Rechnung durch gute Qualität handelbar zu machen, ja. Die Leute sagen, okay, das ist nicht etwas, was ich denn alle 3 Jahre neu haben muss, ja. Ja. Denn wenn ich das mit einem Smartphone vergleiche, dann sind in 10 Jahren meine Smartphone-Kosten um ein Vielfaches höher als dieses Nano-V-Gerät. Genau, ja, oder meine Apple Watch zum Beispiel, die ich am Anfang gekauft habe, und eine klassische Uhr, die eben über Jahre eigentlich an Wert gewinnt, und eine Apple Watch, die dann im nächsten Jahr mit der neuen Version einfach rapide an Wert verliert. Das ist es eben nicht. Ja. Und zudem muss man sagen, eben diese medizinischen Geräte, da steckt ja auch ein Haufen an Kosten in der Entwicklung, in der Patentierung, bis so etwas auf dem Markt ist. Also diese Zyklen sind ja wesentlich länger als bei Lifestyle-Produkten. Ja, es ist ganz anders. Auch die Aufwendung, um überhaupt ein Produkt in den Markt zu bringen, ja, die Tests, die gemacht werden müssen von unabhängigen Behörden in Europa, in USA, ja, um die Zulassung zu bekommen und es als medizinisches Gerät in den Markt zu bringen, sind ja viel, viel aufwendiger. Genau. Jetzt warst du schon bei der Anwendung. Ich erzähle jetzt einfach mal meine persönliche Erfahrung. Ich habe es jetzt über eine Woche getestet. Meine erste Anwendung, wir hatten das zu dritt mehr oder weniger angewendet. Also jeder eine Session, der Andreas schon noch vor uns, der hat es dann berichtet. Der hatte, ich würde sagen, die intensivste Erfahrung. Der hatte wirklich so ein High verspürt, ein mentales. Der Marc war auch leicht anregend. Bei mir war es fast eher eine Art Müdigkeit. Also ich bin eher so ein bisschen runtergekommen. Ja. Und dann mit andauernder Nutzung, auf einmal habe ich gemerkt, und zwar, ich habe es hier am Schreibtisch gehabt, während ich zum Beispiel meine E-Mails beantwortet habe, und habe es mir angeschaltet, zwischen 15 Minuten, manchmal 30 Minuten, und habe dann wirklich gemerkt, auf einmal ist eine Wärme im Kopfbereich entstanden. Und das war mir dann gar nicht mehr bewusst, dass das Gerät gelaufen ist. Und ich habe mir dann gedacht, okay, mhm. Wow, ich habe richtig, richtig heißen Kopf und viel Energie, und habe das dann letztendlich auf das Gerät zurückgeführt. Kann man das sich so herleiten? Ja, das kann man herleiten. Das wird auch in der Bedienungsanleitung so beschrieben. Ja. Dass bei der Erstnutzung kann man sehr
dieses sogenannte Hype-Gefühl bekomme. Oh mein Gott, ich bin richtig wach, ich bin konzentriert, ich habe eine bessere Awareness, ich nehme meine Umgebung besser wahr. Mhm. Ja. Oder es kann das sein, oh, ich werde müde. Ja. Und möglicherweise, wie vorhin schon gesagt, viele Leute schlafen dabei auch ein. Ja. Beides zeigt, dass die Beeinflussung des autonomen Nervensystems stattgefunden hat. Ja. Wann reagiert das autonome Nervensystem oder vegetative Nervensystem wie? Wenn ich viel zu reparieren habe in meinem Körper, ja, dann schlägt das vegetative Nervensystem den Weg ein und macht uns müde. Ja? Wir sollen schlafen, damit unsere Energien für die biochemischen Abläufe, die notwendig sind für die Reparatur, nicht vergeudet werden mit Sehen, Hören und Rumspringen, ja? Sondern wir werden in den Schlafmodus gesetzt. Die Energien sind notwendig, um sowas zu reparieren. Aber wenn du müde geworden bist, dann ist das ein Zeichen, dass da was zu reparieren war. Okay, ja? Wow. Mhm. Ja? Und dass es auch sofort stattgefunden hat. So, wenn du das regelmäßig benutzt und keine permanenten neuen Beschädigungen hinzufügst, also nicht jeden Tag mehrmals Marathon läufst, ja, dann wird irgendwann der Nachholbedarf für Reparaturen gedeckt sein. Und es beginnt dann die Unterstützung des vegetativen Nervensystems für deine Wachmomente ein. Ja. Und deine Wachmomente, da sollte man eigentlich konzentriert und aufnahmefähig sein und energiereich sein. Ja. Mhm. Und dieses sympathische System, wir sagen ja parasympathisch und sympathisches System, wird dann unterstützt und man kann das auch registrieren. Man muss es nicht, ja, das hängt von sehr individuell ab, ob man das überhaupt registrieren kann, ja. Aber viele Leute können das registrieren. Man kann natürlich auch Messgeräte nehmen, ja. Sehr gut funktioniert die Herzratenvariabilitätsmessung, ja. Die misst ja das vegetative Nervensystem, ja. Da kann man denn, feststellen, wie das Gerät auf einen wirkt, ja. Funktioniert, bei jedem, ja. Das ist unvermeidbar, ja, es funktioniert bei jedem. Und da kann ich dir mal irgendwann mal auch eine Information schicken. Da gibt es eine gute deutsche Firma, die solche Geräte auch herstellt. Ja. Zur HRV-Messung, mhm. Ja, die diese Sachen auch herstellt. Ja, sehr gerne. Und wir haben sehr, sehr oft Kliniken, die fragen, wie kann ich denn das nachweisen bei dem Nutzer, dass es funktioniert. Sagen, HRV funktioniert. Und natürlich funktionieren auch andere Messgeräte, die Proteinfunktionen widerspiegeln. Mhm. Ja. Da kommen viele von denen, ja, noch nie gehört, dass da irgendwas wiedergespiegelt wird. Und sagen, ja, mess mal deinen Insulinwert. Ja. Das sind Proteinfunktionen. Ja. Mess mal deinen Metabolic Resting Rate. Ja. Das heißt also, wie viel Kalorien verbrenne ich denn, wenn ich nur da sitze? Ja. Stellt man fest, dass viele Leute, vor allen Dingen ältere Leute, verbrennen keine Kalorien, wenn sie nur sitzen, wenn sie also Metabolic Resting Rate sehr unten ist. Und das sind die Leute, die frieren auch im Sommer, ja, weil sie verbrennen nicht genug Kalorien. Mhm. Ja. Wir sehen bei vielen, sag ich mal, übergewichtigen Leuten, ja, die verbrennen keine Kalorien. Ja. Deren Metabolic Resting Rate ist sehr weit unten. Ja, da müssen die Proteinfunktionen, um diese Kalorien zu verbrennen, angehoben werden. Ja, und dann können die auch abnehmen. Ja, das, ich meine, viele Leute, die an dem Übergewicht leiden, ja, leiden, haben nicht das Problem, dass sie zu viel essen. Ja, sie haben das Problem, dass der Körper es nicht verwertet. Ja, mhm. Und Verwertungsprozesse sind proteinkontrollierte Prozesse. Ja. Sind die irgendwo mal beschädigt, dann funktioniert halt, kann auch das nicht funktionieren. Ja. Bei anderen Menschen funktioniert das anders nicht. Ja. Mhm. So ist das immer auch ein Zufallsprodukt, was betrifft mich eigentlich individuell und was betrifft jemand anders. Ja. So, jetzt kommen wir auch auf die Frage zurück. Oh, ich habe ja einen warmen Kopf bekommen. Ja. Mhm. Ja, die Abläufe, Proteinabläufe im Kopf erzeugen natürlich Wärme. Ja. Wenn ATP dort produziert wird, ja, und du vor allen Dingen vor deinem Rechner sitzt und das benutzt, ja, dann fängt deine Maschinerie im Kopf an, besser zu laufen. Ja. Die erzeugt auch einmal Wärme dadurch. Ja. Die andere Sache ist, Easy Water Ausbildung
findet ja nicht nur an den Oberflächen von Proteinen statt. Sie findet an allen Oberflächen von kleinen Wassercontainern statt. So. Und kleine Wassercontainer sind unter anderem unsere periphere Durchblutung, unsere Adern, ja, die also in den Oberflächen, in den kleinen Kapillare. Da bildet sich natürlich auch easy Wasser an den Oberflächen aus. Ja. Mhm. Und auch da weiß man, wenn sich so etwas an kleinen, sag ich mal, Tubes ausbildet, an kleinen Röhrchen ausbildet, easy water an den Oberflächen, dann formen oder verändern sich oder werden diese kleinen Röhrchen im Prinzip zu kleinen Pumpen. Ja, und es fängt eine bessere Zirkulation an. Ja, weil Easy Wasser ist negativ geladen. In der Mitte ist das nicht negativ Wasser positiv geladen. Das sorgt dafür, dass eine Pump-Prozess eingeleitet und wir haben eine bessere Zirkulation. Ja. Mhm. Darum ist das Easy Wasser, die Easy Wasser Ausbildung an der, in diesen Bereichen wichtig für die Blutzirkulation. Mhm. Ja. Oh, okay. Ja. Jetzt kommen wir wieder in den anderen Bereich hinein und sagen, oh meine Güte, wir hören ja was von Rotlicht, wir hören ja von anderen Sachen, die Easy Water erzeugen von außen hin. Ja, dann sagen ja, dem ist es auch so, ja, das ist auch ganz wichtig, weil das nämlich die Durchblutung verbessert, ja, die Zirkulation verbessert. Darum sollen wir auch in die Sonne gehen. Ja, die Sonne gibt diese Strahlen ab, die geht in die peripheren, in die Hautoberflächen hinein und verbessert dort die Blutzirkulation. Ja, durch die Easy Wasserbildung. Kann die Sonnenstrahlung aber die Easy-Wasserbildung im Gesamtkörper verbessern? Das reicht nicht aus, weil die Energie, die dafür zuständig ist oder notwendig ist, einfach zu gering ist. Ja? Okay. Weil die Energien in diesem Wellenbereich, also die Rotlichtenergien, zum Beispiel, die sind von so geringer Energie, sie haben keine starke Eindringtiefe. Ja? Und wenn ich die Energie erhöhen würde, dann würde das wiederum so warm werden, dass wir anfangen, das halt sehr unangenehm zu empfinden. Ja. Wir können also damit nur einen ganz geringen peripheren Oberflächenbereich ansprechen, ja, aber niemals den gesamten Organismus. Okay, jetzt fällt mir auch gerade noch eine weitere Frage ein. Kann man denn theoretisch überdosieren? Hey, man kann theoretisch nicht, auch praktisch nicht überdosieren, ja, weil man kann nicht mehr reparieren, als kaputt ist. Ja. Das ist eine Sache. Ja. Die andere Sache ist, der Reparaturvorgang hängt immer dem Beschädigungsvorgang hinterher. Mhm. Ja. Wir produzieren ungefähr Zahl, die da existiert, ist pro Tag. Ein Nicht-Sportler produziert ungefähr 640 Quadrillionen freie Radikale. Oh, wow. Das ist eine ganze Menge. Die werden permanent produziert auch. Ja. Wir können sie nicht rausfiltern. Wir wollen sie auch nicht rausfiltern. Man sollte nicht versuchen, alle mit zum Beispiel Antioxidants herauszufiltern, ja, weil die sind nämlich ganz wichtig für andere Abläufe. Ja. Mhm. Wir wissen, dass die Überdosierung mit Antioxidants ein Problem hat. Ja. Zum Beispiel sorge ich ja dafür, dass meine biologisch signalemittierenden freie Radikale auch damit unterdrückt werde. Ja. Also ich unterdrücke dadurch die Easy-Wasserbildung, ja, die natürliche Easy-Wasserbildung. Mhm. Ja. Wir dann wiederum sagen können, oh, kein Problem, ja, du nimmst einfach unser Gerät und führst das von außen hinzu. Mhm. Ja. So hat man da dann eine Möglichkeit, auch die sogenannte Problematik der Überdosierung mit Antioxidants besser in den Griff zu bekommen. Okay, ist verstanden. Jetzt noch, bevor wir uns langsam dem Ende, jetzt habt ihr jetzt schon wieder insgesamt über 1,5 Stunden im Gespräch. Es ist aber wahnsinnig interessant. Ich könnte noch eine weitere Stunde füllen. Aber jetzt nochmal eine letzte Frage, die ich immer ganz gern stelle an meine Gäste. Wir sind ja in der Flowgrade Show und zu deiner Information, genau, also der Name Flowgrade kam so zustande, dass ich eigentlich so ein bisschen weggehen wollte von dem ganzen Upgrading, was immer in der Szene sehr wieder inflationär herumgeworfen wird und gesagt habe, wir müssen Leute eher wieder so in ein Gleichgewicht bringen, in eine Balance, in den Flow, so in einen normalen Fluss. Und da frage ich immer ganz gerne meine Gäste, was ist denn etwas, was dich, Hans, in den Flow bringt?
Es kann auch etwas sein in deiner Freizeit, etwas, wo du dich im Moment verlieren kannst, wo du einfach nicht mehr an morgen denkst. Oh, oh, da gibt es unheimlich viel Sachen. Ich bin interessiert an neuen Sachen. Ja, ich bin dann interessiert an Veränderungen. Ja, ich bin interessiert zu sehen, wer Innovation stattfindet. Ja, also da sind unheimlich viel Sachen. Ich bin sehr engagiert in meiner Umgebung hier. Ja, also auch in der, wie soll ich sagen, in der Gemeinde. Nee, Gemeinde ist nicht das richtige Wort. Community. Genau, Gemeinde stimmt schon, oder Nachbarschaft. Oder. Ja. Ich suche die Kontakte mit internationalen Bereichen, wo wir zusammenarbeiten können. Ja, die sind auch immer eine sehr, sehr interessante Herausforderung, weil natürlich andere Menschen, andere Kulturen denken anders. Ja, das eine schöne Sache, die du vielleicht auch festgestellt hast, als du in den USA warst. Mhm. Ja, man verwendet Worte, man ist der Meinung, die Worte müssten eigentlich die gleiche Bedeutung haben. Ja, man verwendet sie, aber stellt fest, haben aufgrund der verschiedenen Kulturen, der Umgebungsbedingungen, wo die Leute leben, aber eine andere Bedeutung, gleiche Worte. Ja. Absolut. Das sind dann sehr, sehr interessante Sachen festzustellen, damit zu arbeiten und etwas daraus zu ziehen. Das hält mich so im Flow. Die Neugier. Ja, das spürt man. Das spürt man im Gespräch. Und ja, an dieser Stelle vielen, vielen Dank für dieses Wahnsinnswissen. Also unglaublich spannend. Ich hätte jetzt so Lust, gleich das Gerät hier zu behalten. Ich muss es leider zurückgeben. Aber wer weiß, vielleicht machen wir hier ein Studio auf oder sowas und bieten das an. Das ist, ja, das findet sehr viel statt. Man kann es teilen. Ja, das genau. Ist ausgelegt, dass man es teilen soll. Ja, viele Leute sollten Zugang dafür haben. Ja, in den verschiedensten Bereichen und wie auch die Biohacker-Szene in verschiedenen Bereichen ja fußfest, ja, ist ja nicht nur eine reine Fansache, ja, sag ich mal, wo Mitgliedersache, ja, sondern ich sehe und höre, dass das in Bereichen von Corporate Wellness hineingeht. Ja. Ich hatte vor einigen Wochen ein Gespräch mit einer holländischen Firma gehabt, die in diesem Bereich drin ist und sehr fokussiert sind, ja, diesen Themenbereich da hineinzubringen, also sagen, da ist der Bedarf, da ist die Wichtigkeit, da ist aber auch das Verständnis, die Akzeptanz dafür da. Mhm. Ja, also das ist ein sehr, sehr interessanter Bereich. Dann, die Welt ändert sich. Das ist schön zu sehen, sie wird schlauer. Absolut. Und Hans, wenn wir Zuhörer haben, die jetzt sagen, boah, ich möchte mir das wirklich anschauen und vielleicht das wirklich in meinem Betrieb unterbringen, wo finden die zum einen dich und deine Arbeit und zum anderen vielleicht den Deutschlandvertrieb? Kannst du nochmal deine Webseite nennen? Also der Deutschlandvertrieb wird von der Firma Biosa, BIOSA, gemacht. Mhm. Ja. Einfach Biosa eintippen in eine Webseite, ja, oder Biosa und Nanovi, ja, dann findet man dort den Zugang. Dort ist auch der Film in Deutsch zu sehen, ja, die Erklärung nochmal. Mhm. Ansonsten kann man einfach auch zu unserer Webseite gehen, das ist eng3corp.com, ja, oder man gibt einfach den Search-Term Nanovi ein, ja, und dann wird automatisch das Internet uns zeigen. Genau, und auch als ich nach dir gesucht habe, Hans Eng, findet man auch sofort die Webseite. Wir verlinken auch nochmal alles in den Shownotes, alles unter flowgrid.de/. Und ich sage jetzt einfach mal, wir nennen es EZ. Und dann findet, das werde ich einen Shortlink kreieren und darunter machen wir alle und, Shownotes. Ja. Und sollte jemand in Deutschland interessiert sein, ein Gespräch zu führen, ja, ihr sagt einmal die Firma Biosa, und sollte interessiert sein, sich mit mir zu unterhalten, ja, bitte die 9 Stunden Zeitverschiebung bedenken. Genau, bei dir ist es ja früh morgens jetzt, bei mir ist es jetzt schon abends. Ja, ganz genau. Mhm. Ja, Hans, nochmal vielen, vielen Dank. War mir ein Fest. Wir machen was Gescheites draus. Und bis bald. Max, hoffentlich. Max, Dankeschön.